Vor 3 Wochen haben sich der Inspekteur der Luftwaffe und 3 seiner Offiziere abhören lassen. 4 Tage davor wiederholte Verteidigungsminister Pistorius noch sein Mantra der Kriegstüchtigkeit. Die Bevölkerung solle sich mit der Gefahrenlage auseinandersetzen. Das ist diese riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer in der Ampelkoalition. Immer das große Wort führen, Kriegstüchtigkeit, aber nicht einmal den eigenen engsten Bereich unter Kontrolle haben.